Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs. Wir machen heute den Cash Run. Und zwar müssen wir hier Münzen einsammeln und den Totenschädel aus dem Weg gehen. Kriegen wir hin. Ich bin dabei. Starten wir den Run. Alles klar, wir tauchen ein in die digitale Welt. Okay, jede Menge Totenschädel. Wenn wir sie berühren, bekommen wir wahrscheinlich Minuspunkte. Oder wir sind tot. Es sind immerhin Totenschädel. Schwupps, hierhin. Die Menschen müssen auch denken, ich bin verrückt. Renn ihr den Münzen nach, nur ich kann sie sehen. Ein richtig harter Drogentrip. Wow, sind hier viele. Alles klar, einmal. Wow, yes, Skillig. Und hier nach oben. Noch bin ich gut in der Zeit. Bin mal gespannt, wie lange das Ganze geht und ob ich am Ende wirklich Bargeld bekomme. Immerhin machen wir hier einen Cash Run. Schwupps. Hey! Aus dem Weg, meine Güte, stehen die hier rum und rauben mir die Zeit. Sauber. An der Seite hoch. Ich finde, diese ganzen Minispiele erinnern so ein bisschen an Saints Row. Oh, beinahe berührt. Ab durch die Mitte. Noch können wir hier Gold kriegen. Glaube ich aber nicht. Noch ist alles drin. Renn, 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 renn. Hier hin. Hier hin. Wo ist das Ende? Nur noch Silber. Jetzt geht nur noch Silber. Und schwupps, hier einmal so ein Schädel berührt. Da hinten sehe ich das Ende. Bekomme ich wenigstens Silber? Die fette Frau ist im Weg und yes! Silber bekommen. Und bekomme ich Bargeld? Wie jetzt? Kein Bargeld. Das ist ja mies. Ist nur ein Minispiel. Die Münze ist eine Lüge. Wir bekommen gar kein Geld. Wir waren wieder nur hart auf Drogen. Gut, die nächste Story-Mission ist hier drüben. Was hätten wir sonst noch so? Hütchenspiel. Noch ein Cash-Run. Den hier hatten wir eben gerade. Okay, wir machen so. Eine Story-Mission. Und je nachdem, wie ich dann in Stimmung bin, ballern wir uns Drogen rein und machen so einen Trip. Okay, irgendwo hier ein nettes kleines Auto in der Nähe. Sehr schön. Andere Musik. Andere Musik. Aus dem Weg. Sorry, Bro. So. In den Abgrund starren. Die nächste Mission klingt cool. Kann ich jemanden beklauen hier? Was kann der so? Amateurrennfahrerin mit 54 Jahren. Muss man sich mal überlegen. Beruf Schnorrer. Oh yes. 22 Jahre jung und 960 Dollar geklaut. Ein bisschen Kohle geht immer. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. Und wieder müssen wir jemanden umlegen. Ich finde, der Mann klingt so ein bisschen wie... Knusperreis. Okay, hier drüben ist der Autohändler. Alles klar, ich bin getarnt. Besser, wir gehen leise rein. Okay, machen wir. So, was haben wir hier? Alles klar, das Ding geht ganz schön schnell. Oh Mann, das kriege ich gar nicht hin.
Okay, Moment. Wir lassen es durchlaufen. Ich weiß, wie es geht. Alles klar, noch ein Versuch. Also, die müssen ganz schnell hier nach oben. So, dann haben wir das hier in die Mitte und hier so rum und drin. Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkwürdiger wird, Sir. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Der ist es, okay? Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Alles klar, wie komme ich an ihn ran? Okay, hier drüben ist noch eine Kamera. Ablenken. Aber keinen kann ich sprengen. Noch eine Kamera. Können wir ihn irgendwie sprengen? Der steht ja auch noch in Deckung. Hier ist der Koffer. Oh, das wird schwierig. So, ich mache das Ganze hier ziemlich cool. Und zwar ist er hier drüben bei mir. Also, meine Idee. Wir machen einen Blackout. So. Knarre raus. Hier rein, Fokus an. Haltet ihn mir vom Leib. So. Scheiße. Er ist doch noch immer hier drin, oder? Ja, immer noch hier drin. Ich konnte ihn eben gerade wegholen. Fokus. Alles klar, sehr gut. Mr. Crispin, ich werde nicht um den heißen Brei reden wie meine Geschäftspartner. Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Was sie mit den Mädchen machen, das geht mir nichts an, wenn sie außer Landes sind. Aber hier in Chicago dürfen sie Mr. Quinn nicht in Gefahr bringen. Als Entschädigung haben wir ein kleines Geschenk für Sie im Infinite 92. Fragen Sie nach Poppy Special. So kommen Sie auch an die Einladung für die Auktion. Leute, das war ein Move. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh. Ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Auktion ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Mann, das war ein ziemlich cooler Move. Reingegangen mit dem Blackout, alles weggeholt. Direkt hier seine zwei Bodyguards in den Schädel geballert, ihn weggeholt, Koffer genommen, gehackt, alles auf einmal in einem Blackout. Ziemlich geil gewesen. Gut, ich hatte recht, Menschenhandel. Die Sache wird interessant. Endlich kommt hier mal ein bisschen Schwung in die Story rein. Ich bin gespannt, wie die ganze Sache hier weitergeht. Und ich hoffe, wir sehen Titten. Wäre schon ziemlich nice. Wow! König der Moves. Na, hier rum. Keine Musik. So bedrückend alles. Stopp. Ich hab's gewusst. Hinterhof. Seitenstraßen. Muss ja so sein. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg.
Moment, ich bin verkleidet? Naja, okay, ich bin verkleidet. Ja, kein normaler Mensch läuft so rum, aber... Na gut. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Alles klar, der Laden hier könnte mir gefallen, nicht wahr, Baby? Nicht wahr? Aber wir sehen aus wie ein Penner. Ich meine, der Mantel, das Cappy. Wir sind kein Gentleman. Ein kranker Penner, genau, habe ich eben auch gerade gesagt. So sehen wir aus. Oh, ich bin gespannt. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Keine Haare, aber ein geiler Buddy. Okay, und wieder eine Chance vertan. Tja, Pierce, meine Güte, ich meine, du bist Single. Du hast keine Frau, du hast keine Kinder. Wenigstens mal anfassen. Jordy hätte sie angefasst. Na gut, wir haben die Einladung. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Ich war 3 Minuten da drin. 3 Minuten. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Yo, Mission beendet. Poppy. Ohne Haare, aber geile Titten. Alles klar. Ich wette, wir bekommen jetzt direkt einen Anruf wieder. Ist ja immer so. Okay, die nächste Mission, wir haben sie. Gut, was haben wir hier drüben Neues? Was können wir hier tun? Ganz besonderer Auftrag. STRG. Fahren wir mal hin. Könnte interessant werden. Woher kommt auf einmal das Auto? Auf einmal war es da. Das habe ich ja zurückgelassen. Habe ich ja gar nicht mitgenommen. Klar, ist ein geiler Schlitten, aber ich hatte keine Zeit bei meinem extrem coolen Move. Mit dem Blackout. Oh, oh, oh. Was bist du? Wir haben dich beobachtet und wir haben ähnliche Interessen. Also, wir machen dir einen Vorschlag. Der gesichtslose multinationale Konzern Omini und sein mit goldenem Fallschirm versehener Chef.
müssen ihre Lektion lernen. Es wird nicht leicht. Aber es wird sich lohnen. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Hab gleich umgeschaltet. Zusammen können wir ihn entmachten. Aber wir brauchen Zugang zu Umenis System. Wir müssen auf die Daten zugreifen. Wir wissen, wo du anfangen kannst. Sobald du die Daten hast, schicken wir dir einen Upload-Punkt. Direkter Kontakt mit DedSec. Oh nein, ich muss wieder klettern, ne? Yep, ich muss hier nach oben. Und hier oben haben wir auch direkt einen Turm. Wenn es gut läuft, könnte ich hier zwei Dinge auf einmal machen. Huh, wie komme ich hier nach oben? Hier komme ich nicht nach oben. Das Ding ist zu hoch. Gehen wir mal irgendwie in die Seitenstraße hinein. Kann das sein, dass das eine Mission ist aus dem DLC? Was ist los, fette Frau? Boah, die hat ein Porno gedreht. Wer will denn mit der hier ein Porno drehen? Meine Güte. Der Mann hat Eier. Respekt. Hätte ich nicht hinbekommen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eine Störung. Alles klar. Ich höre irgendwas. Datenstrom. Ja, es könnte eine Mission sein aus dem DLC. Ich habe nämlich mehrere DLCs. Yo! Das ist ja mal... Wow! Heilige! Verflucht! Okay. Wo genau muss ich denn hin? Ich muss hier drüben hin. Und ich habe hier noch eine andere Seite. Ja, das ist ja riesig. Das wird eine Weile dauern. So viel kann ich schon mal erzählen. Gut, gut, gut. Ich muss gucken, dass ich erstmal die Seite hier mache. Erstmal schauen, dass ich hier so viele wie möglich frei hole. Huh. Damit geht eins nach unten. Dann so. Hätte ich wieder eins. Yep, Freunde, das kann eine ganze Weile dauern. Das hier geht nach oben. Jetzt habe ich eine Seite. Beide Seiten, sehr schön. So rum. Gut, ich brauche das hier. Dann das hier und dann komme ich irgendwie nach oben. Alles klar, das ist doch schon so gut wie gelöst. So. So rum. So rum. Das hier muss ich irgendwie nach oben leiten. So, bringt mir 0. Warte mal. Ah, hier unten. So. So, so, so. Wieder was? So, sehr gut. Na also, läuft. Wo bin ich? Privatwohnung. Japaner. Leg los, aber wir haben nicht viel Zeit. Er wird zu seinem Büro gehen. Hol dir die Codes, wir treffen uns später. Klingt, als wären die Daten in Bewegung. Ich muss mich beeilen. Alles klar, schnell. Schnell hier wieder runter. Folgen und Daten stehlen. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich brauche unbedingt ein Fahrzeug. Motorrad wäre super. Alles klar, nehmen wir die Karre hier drüben.
go, 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 go. Komm schon, Pierce. Okay, wohin? Wir müssen schwupps hier drüben hin. Noch ein relativ weiter Weg. Andere Musik. Ach, wieder nicht. Ist das Ziel in Bewegung? Müsste ja eigentlich. Wow, beschissene Lenkung. Driften. Beinahe hier, beinahe hier. Ein Brückenspiel? Nein. Nein, nein, nein. Kein Brückenspiel jetzt. Sehr auffällig. Okay. Der sieht mich. Er fährt los. Verdammt, der sieht mich. Jetzt nicht mehr gut. Alles klar, folgen wir ihm mal. Unauffällig, wäre besser. Abstand. Ah, so geht's. Okay, ich muss näher ran, 2%. Näher ran, aber auch irgendwie unauffällig. Jetzt läuft's. 6%. Komm schon, Baby. 7. Low. Wo will er denn hin? Was hat er denn vor? Parkhaus? Unterführung. Wow. Der hat ja einen Stil. Stoß ihn! Stoßen? Nein! Das gibt's nicht! Ah, was habe ich getan? Ich wollte die Ampel da hinten. Fuck! Okay, wir müssen nur die Daten klauen. Yes, sehr schön. Das Auto ist hin, ich bin raus. Einer weniger, nur noch einen hinter mir. Komm hin! Die Hälfte haben wir beinahe schon. Wieder zwei hinter mir. Komm hin! Gib mir deine Daten, Mann! Ich lasse ihn hier mal in Bewegung. Wenn wir ihn zerlegen, habe ich auch keine Daten mehr. Das ist 70%. Und die Bösen sind wir so gut wie los. Wieder einer weniger. Was ist das? Alles klar, alles klar. Es gibt kein Entkommen. Sucht überall, er muss 90%. Ich habe ihn verloren. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn nicht. Er kann auch sowas manipulieren. Ich habe extra hier die Polle hochgemacht. Komm, die letzten 3%. Und jetzt ausschalten. Ah, Mist. Ich brauche eine Ampel.
Ampel oder Poller? Go, 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 go. Ich hab ihn. What? Was war das gerade eben für ein Move? Der Mann, der kann. Ah. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich wollte die Poller da hinten. Oh, wenn der jetzt entkommt. So viele Sachen, die man hacken kann, sorgt ab und an für Verwirrung. Man müsste ein bisschen switchen können. Das wäre irgendwie cool. Alles klar, er brennt. Und der flieht natürlich zu Fuß. Komm schon, Junge. Was ist denn das für ein harter Hund? Ballert hier die Menschen nieder. Ah, warte, lieber erstmal die Knarre raus. Jetzt Fokus. Und wir werden natürlich auch noch gesucht. Alles perfekt. Volles Programm. Keine Ahnung, die Daten müssen extrem wichtig gewesen sein. Da drüben kommen die Jungs. Komm schon, komm schon, komm schon. Den Grünen, ich will den Grünen. Raus. Ganz ruhig, wir sind ja da. Schubst ihn von der Straße. Los! Und jetzt nix wie weg hier. Sehr schön, genau so will ich das sehen. Mein Wagen ist hin. Ich bin raus. Wagen ist hin und wir sind raus. Pass gut auf, er ist hier. Wo ist er hin? Ob ich hier noch durchkomme? Ab durch die Mitte. Alles klar, sehr gut. Wir sind weg. Wir sind weg. Vergesst es, der ist weg. Nice. Bin mal gespannt, wie die Mission hier weitergeht. Derber Ruckler, derber Ruckler. Oh, meine Güte. Gut, uploaden. Sie hat ein schönes Leben. Sie ist gerade 90 geworden. Diese ganzen Infos. Mission beendet. Gut gemacht. Diese Codes sind nur ein Teil des Sicherheitszugangs. Entschuldige das Theater, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Das nächste Paket wartet auf dich, wenn du bereit bist. Alles klar, $4000 bekommen, na wenigstens ein bisschen was.